gar nichts dazu gesagt. Wozu? Zum Kleid. Oh, geht so. Steht dir fantastisch. Wer kann das sein? Wahrscheinlich Sarah Marquardt. Kommt die sich jetzt schon beschweren? Ich habe sie eingeladen. Wieso das denn? Taktik. Wenn sie sich von uns einladen lässt, dann kann sie sich nicht über den Krach beschweren. Das ist doch bescheuert. Hallöchen. Ui, sehr schön. Vielen Dank für die Einladung. Schön, dass Sie kommen konnten. Guten Abend. Guten Abend, mein Lieblingskörper. Oh, das ist ja wie Weihnachten. Kommen Sie rein. Danke. Was kann ich Ihnen zu trinken anbieten? Ja, ich denke mal, hier passt am besten ein Wodka vorher. Kommt sofort. Ich kann die einfach nicht ertragen. Bleibt ihr jetzt den ganzen Abend? Nein, bestimmt nur ein halbes Stündchen. Wenn du dich da mal nicht täuscht. Das sieht mir nicht wie ein Kurzbesuch aus. So, Hackepeter, Kassler, Antipasti, das ist Brot mit Knoblauch und das ohne. Alles andere sehen Sie ja selbst. Sieht sehr lecker aus. Zum Wohl. Das macht ja alles immer eine wahnsinnige Arbeit, ne? Ach, es geht so. Naja, morgen haben Sie ja frei. Können Sie sich von den Strapazen erholen. Unter Strapazen verstehe ich was anderes. Oh, ja. Er weint. Ich muss leider runter und nach ihm sehen. Aber ich komme ganz bestimmt wieder. Kleinen Moment. Hoffentlich klärt der Knabe die ganze Nacht. Komm, Baby, tanz mit mir. Entschuldigen Sie bitte die frühe Störung, aber meine Kinderfrau ist erkrankt und ich weiß nicht, was ich heute mit Bastian machen soll. Sagen Sie, könnten Sie wohl ein bisschen auf ihn aufpassen? Sie haben doch heute frei. Ein bisschen? Naja, bis ich aus der Klinik wiederkomme. Pack ruhig deine Sachen auf. Also den ganzen Tag. Den kleinen Gefallen werden Sie mir doch nicht abschlagen, oder? Aber ich habe heute gar nicht so viel Zeit. Bastian, das ist ein ganz lieber und so pflegeleicht. Sie haben Spaß mit ihm. Aber ich muss. Die Party übrigens gestern war ganz toll. Es geht doch nichts über gute Nachbarschaft. Schätzchen? Mein freier Tag ist der reinste Horror. Und für mich habe ich überhaupt keine Zeit gehabt. Also das ist doch nur wirklich nicht so schlimm, mal ein paar Stunden auf ein Kind aufzupassen. Okay, wir tauschen. Du kommst her und ich darf in die Klinik. Das wird Erholung pur. Jetzt lass deinen Ärger nicht an mir aus. Ich bin sicher, die hat das alles genau kalkuliert. Und wenn du sie siehst, kannst du immer ordentlich... Hätten Sie eventuell noch mal am Wochenende Zeit, auf ihn aufzupassen? Wochenende? Das tut mir leid, da sind wir unterwegs. Schade eigentlich. Naja, kann man nichts machen. Also vielen Dank nochmal. Bitte. Tschüss. Spaß gemacht. Es ist doch bestimmt kein Problem, das am Wochenende nochmal zu tun. Nein, natürlich nicht. Das machen wir gern. Na dann. Kokeln Sie nicht. Eine feuchte Wohnung reicht mir. Sag mal, bist du wahnsinnig? Damit ist unser Wochenende im Eimer. Ja, wer hat...